legen wir einfach los mit den Rahmenbedingungen der Demokratieentwicklung. Ein paar Schlaglichter, das ist jetzt eher so aus einer deutschen Perspektive, aber ich vermute mal, dass es auch für andere Länder ähnlich sein wird. Der erste Punkt ist ein gewaltiger Vertrauensverlust in das Funktionieren der Demokratie. Das haben wir leider seit vielen Jahren, Jahrzehnten, ja, das soll eigentlich Demokratie heißen. Das ist jetzt schon etwas verloren gegangen, das ist immer der Vertrauensverlust. Das haben wir seit vielen Jahren, Jahrzehnten, den Verlust, dass immer mehr Menschen zweifeln. Nicht unbedingt an der Idee der Demokratie, aber an dem konkreten Funktionieren, dass sie glauben, dass ihre Interessen in der real existierenden Demokratie, sagen wir mal, nicht mehr aufgehoben sind. Dann, Demokratie hat eben immer noch sehr stark mit Parteien zu tun. Ja, und ich glaube, man sollte ein bisschen mal den Zustand der Parteien ansehen. Und da kann man einige Schlaglichter sehen. Zum einen seit den spätestens, denke ich mal, seit den 80ern, ich glaube schon ein bisschen vorher, ein sehr starker Mitgliederrückgang. Im Grunde bei allen politischen Parteien in der Tendenz. Es gibt immer noch wieder so eine Konjunktur, dass eine Partei zulegt, andere Parteien etwas schwächer werden, aber in der Tendenz geht es also rapide runter. Und ich glaube, dass jetzt nur noch in Deutschland etwas über 1% aller Bundesbürger Mitglied einer politischen Partei sind. Gleichzeitig stellen aber die Parteien fast ausnahmslos das politische Spitzenpersonal, also Minister, Kanzler, Staatssekretäre, Bürgermeister, Landräte, Ministerpräsidenten werden bis auf ganz wenige Ausnahmen durch Parteimitglieder gestellt. Und wenn man jetzt mal ansieht, wie die Parteien strukturiert sind, sieht man zum einen, sie überaltern, ja, es gibt Parteien, zum Beispiel die Linkspartei in Deutschland, da ist der Mitgliederdurchschnitt, also der Altersdurchschnitt bei über 60. Über 60 Jahre. Ja, ja. Über 60 Jahre Tendenz weiter nach oben steigen. Ja. Und das ist quasi so der innere Zustand der Parteien. Ich nenne das immer so Oligarchisierung. Ja. Man sagt immer so, Parteien sind demokratisch aufgebaut, Meinungsbildung funktioniert von unten nach oben. Also wer von euch und Ihnen mal Mitglied in einer Partei war, wird das vielleicht auch selber wissen, dass es so natürlich nicht läuft. Ja, also die Meinungsbildung läuft nicht von unten nach oben, sondern genau andersrum. Es sind in den Parteien, wie gesagt, Parteien sind eine Minderheit, eine kleine Minderheit in der Gesellschaft, aber innerhalb der Parteien ist es auch wieder nur eine ganz kleine Schicht von Funktionären, die tatsächlich die politischen Entscheidungen, auch die Personalentscheidungen, die hier sehr wichtig sind, vorbereiten und letztendlich treffen. Ich will jetzt gar nicht hier gegen Parteien wettern. Parteien halte ich nach wie vor für eine sinnvolle politische Organisationsform, aber man muss eben sehen, so die Parteien strukturiert sind und vor allem angesichts der Tatsache, dass sie die repräsentative Demokratie dominieren, liegt da einfach ein Problem vor. Ja, also es ist ein kleiner Teil der Gesellschaft, der wiederum sehr hierarchisch strukturiert ist, der wird die politischen Entscheidungen vorbereitet. Ja, dann vielleicht noch ein anderes Schlaglicht bei den Rahmenbedingungen, Bürgerproteste und wir sind ja hier nicht weit entfernt vom Ort des Geschehens, Stuttgart 21, so als Schlaglicht, mit dem jeder vielleicht, auch wenn er nicht aus Deutschland ist, anfangen kann. Also das Vertrauen, habe ich ja schon erwähnt, geht zurück. Was aber auch neu ist, dass bestimmte Entscheidungen, die eigentlich schon längst getroffen worden sind, die auch rechtsstaatlich legitimiert sind, nicht mehr hingenommen werden. Ja, also um auch zum Beispiel jetzt bei Stuttgart 21 zu bleiben, das ist ja ein Projekt, ein Riesenprojekt, was alle parlamentarischen Hürden durchlaufen hat. Was Verträge sind abgeschlossen worden, Grundsatzvereinbarungen, Finanzierungsverträge, aber das reicht nicht mehr aus, um Legitimation zu schaffen. Also ich sag mal, Legalität ist nicht gleich Legitimation, wenn nämlich die relevanten Fakten ans Licht kommen. Also wenn man sieht, dass bestimmte Erzählungen, sage ich mal, einfach nicht stimmen, wenn die Kosten, die den Bürgern erzählt werden, in die Höhe schießen, ja, wenn bestimmte Angaben einfach falsch sind, dann hilft das alles nichts, dann werden eben bestimmte Projekte nicht mehr akzeptiert. Und das Engagement, was in Deutschland existiert, das ist immer stärker auch, ich sag mal, so auf bestimmte politische Projekte hin ausgerichtet. Es ist stärker ja, Betroffenheitsprojektbezogen und deswegen halte ich auch nichts von diesem Gerede von Politikverdrossenheit. Politikverdrossenheit, das soll ganz provokant sagen, gibt es eigentlich gar nicht wirklich. Alles im Gegenteil. Ja, also es gibt, da gibt es auch stabile Untersuchungen, das politische Interesse
in Deutschland jetzt, ist nicht zurückgegangen, ist relativ stabil geblieben, auf einem eigenen hohen Niveau. Es hat sich nur verlagert, es geht halt weg von Institutionen, von Parteien, von Teilnahme an Wahlen, es geht immer stärker in Richtung Bürgerinitiativen, soziale Bewegungen, Projekte zu. Ja. Also insofern ist auch der Begriff vielleicht, das ist wie eine Parteienverdrossenheit und vielleicht auch Politiker, Politikerinnenverdrossenheit. Das ist wahrscheinlich dann der bessere und richtigere Begriff. Würde ich einfach einsteigen, was ist eigentlich direkte Demokratie und was ist es nicht? Also, was ist es? Also, da gibt es auch ganz viele verschiedene Definitionen, aber so wie wir das verstehen, und ich denke, das ist halt auch so, wir verstehen es als verbindliche Entscheidungsmöglichkeit der Bürgerinnen und Bürger über Sachfragen. Über Sachfragen. Also, die Fachbegriffe, die ihr sicherlich alle mal gehört habt, sind Bürgerbegehren oder Bürgerentscheide auf kommunaler Ebene, kommt sofort, oder Volksbegehren, Volksentscheide auf Landesebene. Jetzt sehe ich schon zwei Fragen, fangen wir von vorne mal an. Wenn es keine Sachfrage ist, was ist denn ausgeschlossen? Also ist doch eigentlich alles eine Sachfrage, oder? Nee, was wir jetzt erstmal ausschließen würden, sind direkte Personalentscheidungen. Also so eine Frage zum Beispiel Direktwahl vom Bürgermeister, die ich persönlich gut finde, aber ich würde sie nicht unter direkte Demokratie im engen Sinne fassen. Oder zum Beispiel die Frage, soll der Bundespräsident direkt gewählt werden? Kann man darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber ich würde das, das ist schon etwas anderes. Weil gut, wichtig ist auch, und das wird häufig falsch wiedergegeben, direkte Demokratie soll nicht quasi das bestehende System ersetzen, also die repräsentative Demokratie, sondern soll sie ergänzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht um Politikern die Angst zu nehmen, sondern weil es einfach keinen Sinn macht, alle Entscheidungen direkt zu treffen. Das geht schlicht und ergreifend nicht bei Hunderten oder Tausenden von Entscheidungen. Es ist auch nicht sinnvoll, weil direkte Demokratie macht dann Sinn, wenn es um umstrittene, kontroverse Grundsatzfragen geht. Ja, deswegen sind ganz wichtig Ergänzungen, aber eine kraftvolle Ergänzung der repräsentativen Demokratie. Ich glaube, das ist letztlich auch schon zum Teil eine Antwort auf diese Frage. Also wir wollen nicht repräsentative Demokratie abschaffen, sondern ihn ergänzen. Und die Bevölkerung soll eben die Möglichkeit haben, delegiert zunächst Macht an die Repräsentanten, und die Idee der direkten Demokratie ist, dass dann diese Macht, die delegiert ist, wieder zurückgeholt werden kann an die Bevölkerung, wenn wir uns eben nicht entsprechend repräsentiert fühlen durch unsere Repräsentanten. Das ist vielleicht noch ganz interessant, die Formen der direkten Demokratie. Also wie sagen wir das, Gaspedal und Bremse. Das gibt es in der Tat in der Schweiz, nämlich einmal die Möglichkeit des Referendums. Das Referendum gibt es auch wieder in unterschiedlichen Formen. Vereinfacht gesagt funktioniert es so, dass man über eine Vorlage, die in den politischen Institutionen entstanden ist, also im Parlament oder bei der Regierung, abstimmen kann. Entweder obligatorisch, das heißt, dass es verpflichtend ist, dass über bestimmte wichtige Fragen abgestimmt werden muss. Das ist zum Beispiel hier in Deutschland, auch in Bayern oder in Hessen, wenn die Verfassung geändert wird. Dann muss ein Volksentscheid stattfinden. Ja. Oder fakultativ, das heißt auf Vorlage entweder des Parlaments oder auf Vorlage durch Unterschriftensammlungen wie in der Schweiz, dass man gegen Gesetze, die gerade quasi im Parlament sind, vorgehen kann und das bevor sie in Kraft treten, sie zur Abstimmung bringen kann. Das ist das eine, das Referendum, das ist quasi nur so wie die Bremse, weil das eher dazu dient, politische Entscheidungen ja, zu korrigieren, aufzuhalten oder auch zu legitimieren. Dann aber, mindestens genauso wichtig, die zweite Sache, das Gaspedal, das ist die sogenannte Volksgesetzgebung. Das ist quasi die direkte Demokratie von unten durch die Bürgerinnen und Bürger selbst. Ich habe aber auch noch eine Grafik, wo man das nochmal besser sehen kann. Das heißt, dass Bürgerinnen und Bürger eine Idee haben, was weiß ich, wir wollen, sagen wir mal, die Energieversorgung in die eigenen Hände übernehmen. Ja, das wird gerade in Berlin zum Beispiel diskutiert. Und arbeiten dann einen Vorschlag aus, einen Gesetzentwurf und sammeln dafür Unterschriften für eine Volksinitiative, legen das dem Parlament vor, das Parlament lehnt das dann möglicherweise ab und dann gibt es entweder nochmal Unterschriften sammeln, das Volksbegehren oder es geht dann direkt zur Volksabstimmung. Also Bürgerinnen und Bürger können selbst entscheiden, worüber sie entscheiden wollen und was geändert werden soll. Das geht sowohl, was die Änderungen von Gesetzen angeht, als auch was die Änderungen von Verfassungen angeht. Zumindest wenn es nach uns geht. Jetzt das Referendum nochmal erklären. Ja, Referendum bedeutet, dass der Gegenstand, über den abgestimmt wird, nicht durch die Bürger selbst vorgelegt wird, sondern der Abstimmungsgegenstand entsteht im politischen Raum. Das heißt, das Parlament, als Beispiel mal, das Parlament beschließt, sagen wir mal, in Italien, wir wollen
erstattet. Ja, und wenn es jetzt ein fakultatives Referendum gibt, dann kann man gegen diesen Gesetzesbeschluss vorgehen, innerhalb kurzer Zeit Unterschriften sammeln, sagen wir mal 500.000, und dann wird über diesen Beschluss des Parlaments abgestimmt. Und dann gibt es eine Abstimmung. Ja? Aber wichtig ist beim Referendum, das, worüber abgestimmt wird, wird nicht von den Bürgern selbst definiert und entschieden, sondern immer durch Parlamente oder Regierung. Das ist der Unterschied eigentlich. Während die Volksgesetzgebung ist eben quasi das Verfahren von unten, wir als Bürger entscheiden selber, als Bürgerinitiative, worüber abgestimmt werden soll. Aber wir halten beide Verfahren für notwendig, beide für wichtig. Zum Beispiel Stuttgart 21 gibt es ja jetzt Überlegungen, einen Volksbeschluss zu finden. Das ist ein Referendum. Das ist kein Bestandteil der Volksgesetzgebung, das ist ein Referendum, weil die Entscheidung, dass es zu einer Volksabstimmung kommt, wird durch das Parlament oder durch die Regierung getroffen. Die Frage ist verstanden worden? Oder? Nein. Auch nicht. Also, die Frage, soll ich wiederholen? Die Frage war, Volksgesetzgebung bedeutet ja, dass man einen Gesetzentwurf ausarbeiten musste. Das ist ja für Bürgerinitiativen möglicherweise schwierig, braucht ja juristische Unterstützung. Und meine Antwort ist darauf, das gibt es in allen 16 Bundesländern die Möglichkeit, Gesetze vorzulegen. Der große Vorteil ist, dass es dann verbindlich ist. Es ist genauso verbindlich, als wenn das Parlament ein Gesetz beschließt. Es hat genau die gleiche rechtliche Qualität, kann wieder geändert werden, aber hat erstmal genau die gleiche rechtliche Qualität. Und es hat auch schon eine Reihe von Beispielen gegeben, ich kann mal einige nennen. Also wir selber, Mehr Demokratie, haben in mehreren Bundesländern Gesetze geändert, zum Beispiel beim Wahlrecht. Wir haben in Bremen und Hamburg Wahlgesetze geändert und dafür gesorgt, dass man mehr Einfluss hat darauf, wer im Parlament vertreten ist, dass man eben nicht nur eine Parteiliste mit einem Kreuz abnicken kann, sondern dass man die Personen direkt wählen kann auf der Parteiliste. Oder in Bayern ist jetzt abgestimmt worden über ein striktes Nichtraucherschutzgesetz, Bauchengesetz. Das ist sicherlich nicht einfach, ein Gesetz zu machen, aber die meisten Initiativen sind doch so professionell aufgestellt oder kennen zumindest jemanden, der sie dabei unterstützt. Was ist direkte Demokratie nicht? Also was gehört nach unserer Definition? Da würde mich interessieren, wie ihr das ein bisschen ausrücken seht. Nicht dazu. Und zwar, direkte Demokratie ist kein von oben angesetztes Plebiszit. Das finde ich natürlich ganz, ganz wichtig, weil das gerade in Deutschland auch immer wieder missverstanden wird. Ein Plebiszit ist, wenn ein Herrscher, ein König oder auch ein Regierungschef dem Volk etwas quasi zur Akklamation vorlegt. Denn er sagt, so Leute, stimmt doch mal darüber ab. Frage euch jetzt. Das hat der französische Staatspräsident immer mal wieder gern gemacht, hat sich auch versucht, damit seine eigene Macht auszuweiten, ist damit dann gescheitert und ist dann zurückgetreten. Das hat es auch im Dritten Reich gegeben, deswegen haben Volksentscheide in Deutschland manchmal, kommt manchmal so ein Totschlagargument, das haben wir aber alle schon gehabt. Das war ein Plebiszit und auch in einer völlig anderen demokratischen Systemstruktur natürlich, die von oben den Bürger vorgelegt worden sind, wo das Ergebnis vorher noch nicht feststand. Das alles ist für uns nicht direkte Demokratie. Ja? Weil bei einem Plebiszit hat derjenige, der den Bürger befragt, alles in der Hand. Er entscheidet, oder sie oder die Gruppe entscheidet dann über den Zeitpunkt der Abstimmung, entscheidet über das Fragestellung, das ist ungeheuer anfällig für Manipulationen, entscheidet über die Informationen der Bürger oder Desinformationen und entscheidet auch häufig auch über den Umgang. Ja? Deswegen würde ich das quasi nicht mit dazu zählen, das ist auch nichts, wofür wir uns dann im Rahmen der Reformstellung einsetzen. Seht ihr das? Wir sehen das letztlich genauso. Die direkte, also die Formen, die in Richtung direkter Demokratie in Österreich gehen, sind aber leider momentan nur solche, die von oben ansetzbar sind. Und werden zum Teil auch eben von oben eingesetzt, aber man merkt ja ganz stark, dass im Vordergrund steht, dass sich die Mächtigen dann für ihre politischen Entscheidungen applaudieren lassen wollen. Und darin sehen wir eben einen Missbrauch und das Potenzial, das direkte Demokratie entfalten kann da unter diesen Voraussetzungen gar nicht zu sagen. Genau, Volksbefragung. Genau. Und dann noch dazu eben Unverbindlich. So, das habe ich heute schon erwähnt, direkt ist keine Direktwahl, also es geht jetzt nicht um Direktwahlen von Bürgermeistern, Landräten, Bundespräsidenten, ist eine eigene Diskussion, heißt nicht, dass wir dagegen sind, im Gegenteil, ich sehe das da sehr differenziert, kann man darüber reden, aber ist einfach was anderes. Gut. Und auch das sollte klar sein, aber auch das wird manchmal verwechselt, direkte Demokratie ist keine Meinungsumfrage, ist auch keine Schlichtung. Und ist auch keine Bürgerbeteiligung. Auch das wird häufig verwechselt. Also Bürgerbeteiligung ist wunderbar, gut und schön,
hat aber natürlich den Charakter des Unverbindlichen. Bürgerbeteiligung ist per Definition unverbindlich. Es ist kein rechtlich verbindliches Instrument, sondern es ist eine Möglichkeit, an politischen Entscheidungen zu partizipieren, in Form von Planungszellen, Bürgergutachten, was es da alles gibt. Ist alles gut und vernünftig, ist aber auch eine komplett eigene Angelegenheit. Bürgerhaushalte